Ach, es geht noch ein kleines Stück weiter. Okay. Tim. Oh, hey, Amelia. What's up? You all right? I know you're worried about your father. Yeah. But Inspector Holliday's looking into it. That was quite a day we had, huh? Ja, sehr turbulent. Yeah, it sure was. Wie jeder Tag. But thanks to you, we finally caught Keith. That's really huge, you know? Oh, come on. You're really the one who was responsible for most of that. Anyway, that's nice of you to say. It means a lot to me. Love is in the air. Honestly, I regretted covering the accident at Fine Park. I still do. Why? I guess because of that, the park had to be closed down, and that separated the Pokemon. Just because it's true, doesn't always mean that it should be broadcast. Amelia. I'm happy if I was truly able to help solve this case. Even in a small way. Not small at all. Who knows what would have happened if you weren't there? Oh, you exaggerate. Yeah, yeah. Thank you. Gut. Danke. By the way, where's Pikachu? Sicherlich ist er in der Bar. That's a good question. I don't know. Ja, Pikachu ist sicherlich an der Bar. Oh. The fireworks have started. Oh. Ist schon der Tag des Pokémon-Festivals angebrochen? Wow, they're beautiful. Ha. Hätte ich jetzt nicht erwartet. I agree. So beautiful. Okay, das hier hatte ich erwartet. Das hatte ich erwartet, dass die beiden sich ineinander verlieben. Mhm. Aber so, do you remember your promise now? Ah. Yeah. I promised you that I would retrieve your cells. And I also promised to destroy everything regarding R. And now I've fulfilled my end of the bargain. No, not yet. Some of my cells are still out there. Somewhere. Really? How do you know that? Er kann es spüren. Somewhere. That I cannot say. I can feel them. That is all. Hm. Die sind ja immer ein Teil von ihm. Oh man. I hope you're not one of those tedious types. I cannot allow them to remain in the world. I must destroy them with my own hands. Whoa, calm yourself down. Humans cannot be trusted. I've told you this. It seems you have forgotten that as well. Huh? I never heard anything like that before. Oh yeah, I knew you were the tedious type. I would say that all of you are the tedious ones. I will simplify things. Hey, 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 kein Spukball, kein Spukball! I can simply destroy everything with this. No, wait, wait, wait! You stopped me back then as well. The real you, that is. What? You were the one who told me that the human world could be tedious. Which is why I trusted you to take care of things for me. But now, it seems that there are some humans who can be dependable. Yeah. All right. Well, just leave it to me. Ha. Was für ein nettes Finale aber auch. Aber es geht immer noch weiter? Ha. Nicht zu fassen. Aber das muss jetzt also auch schon das Ende sein. Hey, Tim! Oh, da bist du ja, Pikachu. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe nach dir gesucht. Entschuldige, Kleiner. Hatte nur eben ein Pläuschen mit Mewtwo da drüben. Was, mit Mewtwo? Dann konntest du ihm also sagen, dass du deine beiden Versprechen erfüllt hast? Schließlich hast du sowohl den Übeltäter geschnappt, als auch er zurückgeholt. Naja, davon habe ich ihm berichtet, aber... Sehr gut, jetzt wo du deine Versprechen erfüllt hast, müssen wir nur noch darauf warten, dass Kommissar Holliday beim Verhör von Keith Informationen zu Dad bekommt. Die Sache ist die, Tim. Wie es aussieht, habe ich meine Versprechen noch nicht vollständig erfüllt. Was? Laut Mewtwo haben wir noch nicht alle Zellen eingesammelt. Was soll das heißen? Irgendwo da draußen gibt es noch mehr seiner Zellen? Ganz genau, wir müssen sie unbedingt finden, bevor etwas Schlimmes passiert. Beim Pokémon Festival. Fürs Erste sollten wir uns genauer ansehen, was Keith in seiner Kabine hatte. Na gut,
Gehen wir auf die Suche. Kaum zu glauben, dass er immer noch da draußen ist. Ha. Okay. Guten Abend. Wir haben da etwas in Keiths Kabine gefunden. Zeigen Sie es mir bitte. Na, was ist es? Okay. Drehanweisung für das Festival, hm? Auf den Unterlagen ist das Logo von GNN zu erkennen. Die hat Keith wohl während seiner Zeit beim Sender mitgehen lassen. Ah, da stehen Infos zu den Kamerapositionen während des Pokémon-Festivals. Offenbar plant GNN die Parade von 5 Stellen aus mit Kameras zu filmen. Ui. Und hier? Das große Finale steht hier. Werfen wir mal einen Blick drauf. Mein lieber Keith, ich danke dir für deine bisherige Hilfe. Mein Plan geht jetzt in die letzte Phase über. Ich sag doch, Mr. Graham. Das bedeutet, dass du für mich ein noch größeres Chaos anrichten musst als zuvor. Ich möchte, dass du einen möglichst effektiven Zeitpunkt und Ort auswählst. Ich werde dir alle notwendigen Informationen zukommen lassen. Deine Bezahlung wird wie besprochen ausfallen. Ich denke, du wirst zufrieden sein. Ich wusste doch, dass der Typ nicht der wahre Drahtzieher sein kann. Soll das heißen, dass Keith Anweisung von einem Dritten erhalten hat? Sieht ganz so aus. Nanu, schau mal, Tim. Da hat jemand per Hand etwas hinzugefügt. Hier steht Auswahlkriterien für die Orte der Freisetzung und die Form von R. Sehen wir mal, was da steht. Okay. Auswahlkriterien für die Orte der Freisetzung. Größtmögliche Ansammlung von Pokémon von GNN Live-Übertragung abgedeckt. GNN soll also eine Live-Übertragung im Laufen haben, während an einem Ort, an dem es von Pokémon nur so wimmelt, R freigesetzt wird? R wird in 3 verschiedenen Formen freigesetzt. 2 davon haben wir getestet. In flüssiger Form, in Gasform. Und unsere neueste Entwicklung in Kapselform. Flüssig, gasförmig und in Kapseln. Offenbar wollen sie R auf diesen 3 verschiedenen Wegen freisetzen. Okay, sonst noch was? Nö, sonst haben wir nichts. Der Plan zur Freisetzung von R und Drehanweisung für das Pokémon-Festival. Was? Aber Moment mal, der Plan für die Dreharbeiten fürs Festival wurde festgelegt, als Keith bereits nicht mehr bei GNN arbeitete. Wie bitte? Mir schwant Übles. In den Unterlagen stand doch, dass Keith alle notwendigen Informationen erhalten würde, oder? Stimmt, und weiter? Siehst du die Verbindung nicht, Tim? Das kann nur eins bedeuten. Wie kam Keith an diese Informationen? Okay, Keith ist nicht der Schuldige. Ja, im Prinzip liegst du nicht ganz falsch, aber was bedeutet das in anderen Worten? Ja, Keith hat einen Informanten bei GNN. Genau das vermute ich auch, wobei wir die Person eher den Drahtzieher nennen sollten. Du hast recht, auch wenn ich das kaum glauben kann. Ich auch, ich weiß, aber uns bleibt keine Zeit für Sentimentalitäten. Keith war viel zu gelassen, als er festgenommen wurde. Es ist gut möglich, dass er die Vorbereitung für seinen Plan bereits abgeschlossen hat. Vielleicht wird der Drahtzieher selbst oder ein Komplize von Keith den Wirkstoff freisetzen. Ein furchtbarer Gedanke, das müssen wir verhindern. Ganz richtig. Bleibt nur die Frage, wo genau sie R freisetzen wollen. Ein Ort, an dem viele Pokémon sind und an dem eine GNN-Live-Übertragung stattfindet. Oh, auf dieser Notiz hier steht das heutige Datum. Wirklich? Dann ist es eindeutig. Wo soll R freigesetzt werden? Wo wird der Täter vermutlich freisetzen? Im GNN? Auf der Parade des Pokémon-Festivals. Sicherlich. Of course. They're planning to disperse R during the parade. That would be a disaster. Ja, so viele Pokémon. How do they have GNN information? Keith shouldn't know any of this. Good question. Could it be that someone inside GNN is working with Keith? Impossible. For now, let's focus on what we can do. Yeah, you're right. I wish we knew where they're going to disperse R. Let's figure it out from the camera locations and the parade route. Baker can get that information for us. Perfect. Sir, could we use your radio, please? Sure. Huh. Interessant. Ah, gut, jetzt wurde gespeichert. Gut, gut, gut. Ja, ich schätze, sag mal, das hier wird dann wohl mal der Prolog für das letzte Kapitel sein. Ganz klar. Der Prolog für das letzte Kapitel. Kapitel 9, das Pokémon-Festival. Dort wird sich alles entscheiden. Dort
werden wir den wahren Drahtzieher stellen. Und ich bin mir sicher, entweder ist es Mr. Graham oder, wie ich es zu Anfang gesagt habe, dieser andere Heini. Keine Ahnung, wie der jetzt hieß, hat aber blonde Haare gehabt. Aber ich bleib jetzt erstmal bei meiner neuesten Annahme, Mr. Graham. Der Typ mit dem lilanen Anzug, was mir sowieso von Anfang an suspekt ist. Ein Typ, der einen lilanen Anzug trägt. Man denke, er sei bloß am Joker. Er trägt auch lilane Anzüge. Und was sagt denn das? Er ist ein Schurke. Naja, der Joker ist ja auch ein Schurke, weil er auch andere schurkische Sachen ja tut. Trinkwasser von Gotham vergiften. Häuser in die Luft jagen. Batmans Freunde umbringen. Sowas eben. Aber ja, der Joker hat ebenfalls einen lilanen Anzug, ist ein Schurke. Mr. Graham hat einen lilanen Anzug. Also wird er auch ein Schurke sein. So einfach ist es für mich jetzt. Und somit sage ich dann mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum Beginn des letzten Kapitels. Kapitel 9, das Pokémon-Festival. Dort wird sich alles entscheiden. Und somit sage ich, ciao, euer Phantom Heart.